Ich bin Martina Müller. Ich bin im Landkreis Harz verantwortlich für das Thema IT an unseren Schulen und möchte heute über unseren Weg und unsere Pilotierungen berichten. Wir sind verantwortlich für insgesamt 35 Schulen mit unterschiedlichsten Anforderungen. Unser Team ist noch relativ jung. Wir sind jetzt seit 2,5 Jahren dabei mit inzwischen 6 Mitarbeitern. Und im Vorfeld gab es einfach niemanden, der die Schulen zentral betreut hat. Da waren die Schulen zum größten Teil sich selbst überlassen. Das klingt ganz schlimm, ist aber eigentlich unser ganz großes Glück, denn wir durften wirklich von vorn beginnen. Wir durften unseren eigenen Weg finden. Wir mussten keine Altlasten mit uns herumtragen und haben, finde ich, eine tolle Lösung gefunden. Insgesamt betreuen wir ungefähr 15.000 Anwender. Und durch das, was wir tun und wie wir uns präsentieren, haben wir inzwischen Symbolwirkung für ganz Sachsen-Anhalt und werden auch gern erwähnt. Unser Weg. Ich gehe jetzt nicht auf jeden Schritt ein, das wäre eine Präsentation für sich. Wir fangen da. Ich erwähne nur mal die wichtigsten Punkte. Wie gesagt, habe ich vor 2,5 Jahren im Landkreis begonnen. Und damals war mein großes Ziel, dass ich ganz hoch standardisiere. Ich führe eine Art von Tablets ein, vielleicht noch eine Art von Notebooks. Das geht an jede Schule. Ich verwalte die Sache zentral und alles funktioniert. Das kam absolut nicht gut an bei unseren Schulen. Wie gesagt, waren es ja bisher Insellösungen. Jeder hat nach bestem Wissen und Gewissen Lösungen für seine Schule geschaffen und wollte auch daran festhalten. Und alles hatte auch Sinn. Man kann Schule einfach nicht mit einer Verwaltung vergleichen. Es ist ein ganz eigenes Bild. Wir sind also zusammengekommen. Ich habe interessierte Lehrkräfte eingeladen. Wir haben uns an einen Tisch gesetzt und haben besprochen, was macht ihr überhaupt, worauf legt ihr Wert, was braucht ihr pädagogisch, was muss funktionieren. Und wir haben uns auch ganz unterschiedliche Lösungen gemeinsam angesehen und erstmal zusammen erforscht, was geht und was geht nicht. Und es geht viel mehr, als nicht geht. Eine ganz zentrale Erkenntnis war, dass jede Schule individuell ist. Jeder hat eigene Anforderungen und die müssen wir auch erhalten. Ich habe das einmal zusammengefasst. Also ganz wichtig ist, wir müssen gemeinsam entscheiden. Wir brauchen individuelle Entscheidungen. Es kann keine zentrale Lösung vom Schreibtisch geplant geben für eine Schule. Für eine Verwaltung mag das klappen, für eine Schule nicht. Sondern wir müssen das gemeinsam machen. Wir müssen die Pädagogen mit einbinden in unsere Entscheidungen. Wir müssen gemeinsam Wege finden und immer wieder zusammenkommen. Ganz gut kommt auch wirklich an, dass wir uns gemeinsam neue Lösungen ansehen. Kommt ein neues Tafelsystem raus oder auf den Markt, dann schauen wir uns das an, schauen, wie sinnvoll ist das, wo können wir das überhaupt einsetzen oder machen vielleicht andere Lösungen viel mehr Sinn. Schulungen sind ein zentrales Thema und auch das ist ganz individuell. Wir haben Lehrkräfte, die sind schon sehr weit, die wären mit Anfängen, mit ja, ganz einfachen Anwenderschulungen. Da werden die unterfordert, darauf haben die auch keine Lust. Andere Lehrkräfte wollen digitale Geräte gar nicht benutzen, weil sie Angst haben, sie können es nicht oder die Schüler lachen und der Unterricht wird unruhig. Dort müssen wir ganz klein beginnen. Wir haben inzwischen begonnen, Videos aufzuzeichnen, auch mit Hilfe von Schülerinnen und Schülern, die Interesse haben und eigene Lehrfilme erstellt. Also die Schulungen, da müssen wir auch immer wieder am Ball bleiben, die sind ein ganz zentrales Thema. Wir als Schulträger sind in der Pflicht, die Grundlagen für unsere Infrastruktur zu schaffen. Die Schulen brauchen eine stabile Lösung und darauf sollen sie aufsetzen können, was sie wollen. Denn die Lösungen der Schulen müssen herstellerunabhängig sein. Wenn man sich mit IT in Schule beschäftigt, kommt man auch ganz zwangsläufig zu dem Thema Datenschutz. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Relativ früh kamen Eltern auf mich zu und haben klar gesagt, ihr könnt gern iPads anschaffen, ihr könnt die auch verwalten, das ist alles eine tolle Sache, aber auf gar keinen Fall möchte ich, dass mein Kind eine Managed Apple ID erhält. Wir wissen nicht, wo die Daten liegen und selbst wenn es sich nur um Namen handelt, das wollen wir nicht. Und damit haben die Eltern auch recht. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und so haben wir nach und nach auch ein Bewusstsein für Datenschutz geschafft. Wir haben es ja eben schon mal gehört. Es ist einfach nichts umsonst. Das
Am Ende kostet alles Geld und oder im schlimmsten Fall unsere Daten oder die Daten unserer Schülerinnen und Schüler. Unsere Infrastruktur muss also hergeben, dass die Datenhoheit bei uns liegt und nicht irgendwo auf der Welt, wo wir einfach keinen Zugriff mehr haben. Ich wollte ja über unseren Weg, über unsere Pilotprojekte sprechen und inzwischen haben wir eine ganz klare Lösung gefunden. Es handelt sich um ein zentrales Identitätsmanagementsystem und das ist in unserem Fall die Lösung Poavo aus Finnland. Diese Lösung ist Linux-basiert. Wir betreiben damit auch unsere Endgeräte, auch unsere Notebooks. Und Poavo ist gekoppelt mit Relution. Und durch Relution haben wir unsere volle Flexibilität. Ganz wichtig war mir hier ein Partner aus Deutschland, auf den ich jederzeit zukommen kann, der all meine Probleme und Sorgen ernst nimmt, auch gerade meine vielen, vielen Datenschutzfragen, die ich hatte. Und das klappt wirklich sehr gut. Und nur durch Relution konnten wir eigentlich dem gerecht werden, was wir von Anfang an versprochen haben. Wir stellen die Basisinfrastruktur, die ist in unserem Fall Open Source basiert. Und ihr könnt frei entscheiden, was ihr einsetzt. Linux, Windows, macOS, Android, es ist vollkommen egal, durch Relution habt ihr wirklich die Wahl. Wir hatten unterschiedlichste Pilotprojekte. Wir haben eine Schule, die setzt auf elternfinanzierte Tablets. Natürlich müssen wir als Schulträger dann auch Geräte bereitstellen für Schülerinnen und Schüler, die dafür nicht das Geld haben. Wir haben Klassensätze an unterschiedlichen Geräten angeschafft, Android- und iOS-Geräte. Und wir haben uns auch mit dem Thema gebrauchte Tablets beschäftigt. Dadurch, auf gebrauchte Tablets kamen wir auch so ein bisschen durch unsere Linux-Lösung. Wir kaufen auch bei unseren Notebooks gebrauchte Business-Geräte. Ich sage dann gern, bevor ich für 400 € beim Großhändler Plastikgeräte kaufe, kaufe ich lieber für 400 € gebrauchte Leasing-Rückläufer, die ein, zwei Jahre alt sind und deutlich robuster sind und auch für den Einsatz in Schule gemacht sind. Ich finde die Folie sehr schön. Bildung ist bunt und vielseitig und das stimmt auch. Das habe ich in den 2,5 Jahren definitiv gelernt. Und hier unterstützt uns Relution. Ohne Relution könnte unsere Lösung nicht bunt sein. Neben all unseren Pilotprojekten haben sich noch weitere Programme ergeben. Wir haben zum Beispiel ein Schulentwicklungscamp durchgeführt. Das war eine ganz spannende Sache. Wir haben uns mit in einer Schule 3 Tage mit unterschiedlichen Schülern von unterschiedlichen Bildungseinrichtungen aufgehalten. Es waren Vertreter aus der Bildungspolitik anwesend, aus der Kreisverwaltung. Und wir alle zusammen, wir haben auch in der Schule übernachtet, haben unterschiedliche Lösungen für aktuelle Probleme gesucht. Und es sollten Lösungen sein, die auch schnell umsetzbar sind. Da ging es um Schulspeisung, um Schülertransport, um Raumkonzepte, aber natürlich auch um mein Thema, die Digitalisierung. Und die Kinder, die Interesse an dem Thema hatten, die durften sich eintragen und 3 Tage mit mir experimentieren. Wir haben Linux installiert, wir haben bei diesem Projekt gebrauchte Tablets in Relution eingebunden. Und auch hier muss ich sagen, ich habe den Moritz angerufen von Relution und habe gesagt, Mensch, wir wollen das machen. Gebrauchte Tablets finden wir super spannend und wir wollen das jetzt. Wir haben das vorher nicht groß geplant und Relution hat mir sofort eine Anleitung bereitgestellt. Die standen uns zur Seite und es hat einfach funktioniert. Und sowas ist mir sehr wichtig, diese Flexibilität. Ganz aktuell ist das Soforthilfeprogramm, die erste Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt. Darüber beschaffen wir aktuell 2000 Endgeräte ungefähr. Und unsere Tablets aus diesem Soforthilfeprogramm haben wir direkt mit Relution-Lizenz ausgeschrieben. Beim Soforthilfeprogramm hat sich für mich noch etwas ergeben, damit habe ich gar nicht so sehr gerechnet. Wir haben eine Umfrage gestartet. Was wünscht ihr euch für Geräte, Notebooks, Tablets? Wenn ihr euch Tablets wünscht, was wünscht ihr euch für Tablets? Und ganz viele Lehrkräfte, also massiv kam der Bedarf an Samsung-Geräten zum Tage. Also damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ich dachte, die wünschen sich zum größten Teil iPads. Und ich habe natürlich auch nachgefragt, Mensch, warum Samsung?
einfach aus Interesse, ganz ohne Wertung. Und die Lehrkräfte fühlen sich sicher im Umgang mit Android. Die haben oftmals, jedenfalls bei uns, die Geräte auch zu Hause oder privat im Einsatz und fühlen sich damit einfach sicherer und würden die Geräte auch gerne in den Schulen einsetzen. Ein zweiter Faktor ist natürlich auch der Preis. Wenn Sie Android-Geräte beschaffen, bekommen Sie Stand aktuell, je nach Gerät, mehr Geräte oder damit haben Sie gerechnet, dass Sie mehr Geräte erhalten als bei iOS-Geräten. Ein weiteres ganz tolles, sehr aktuelles Projekt ist das Projekt Netzwerkschule. Auch hier handelt es sich um ein Zusatzprojekt zum Digitalpakt. Das Land Sachsen-Anhalt hat eine Bewerbungsphase gestartet. Schulen konnten sich mit ihren Schulkonzepten zum Thema Digitalisierung bewerben und erhalten zusätzlich zum Förderprogramm Digitalpakt 150.000 Euro. Und diese Mittel dürfen Sie als Grundlage, also mit der Grundlage des guten Konzeptes, rein für Endgeräte ausgeben. Und da hat sich wirklich ein ganz schönes Projekt ergeben. Bei uns ist eine Förderschule Netzwerkschule geworden. Das finde ich auch. Es ist wirklich eine schöne Sache. Diese Förderschule hat den Schwerpunkt, den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Also man rechnet ja jetzt nicht damit, dass an der Schule mit geistig behinderten Schülerinnen und Schülern iPads zum Einsatz kommen. Und die sind da auch, die haben da sehr zu kämpfen oder auch viel mit Neid zu kämpfen, diese Schule. Denn viele sagen, Mensch, ein paar Bausteine tun es doch auch, was macht ihr da? Warum kauft ihr iPads? Aber die machen damit wirklich ganz tolle Sachen. Über diese Sonderförderung, über diese 150.000 Euro hat eine Expertenjury entschieden. Die Schulleitung setzt sich ganz massiv für Digitalisierung ein. Die hat wirklich ein schönes Konzept geschrieben und sagt auch immer wieder, wenn doch unsere Schülerinnen und Schüler mit den Geräten zurechtkommen, wenn iPads oder generell Tablets, Digitalisierung, wenn das unseren Unterricht so sehr bereichert, dann müsste doch ein Kind am Gymnasium erst recht damit zurechtkommen. Also nehmt uns doch als Basis, schaut doch, was wir machen und vielleicht lernt ihr was daraus. Ich sehe das ganz ähnlich. Und durch dieses Förderprogramm erhält nun jedes Kind an der Schule ein eigenes iPad. Also wir sind tatsächlich schon bei der 1:1-Ausstattung angekommen. Natürlich direkt mit Relution-Lizenz. Die Lehrkräfte erhalten in jedem Klassenraum ein MacBook. Diese MacBooks nutzen wir gleichzeitig als Caching-Server in der Schule. Finde ich auch eine ganz tolle Sache und ich glaube, wir hören heute auch noch einiges zum Thema MacBooks und ich bin auch schon sehr gespannt. In jedem Klassenraum befindet sich ein interaktives Display oder auch einfach nur ein Samsung-Panel. Und jeder Klassenraum wird auch noch ein Apple TV erhalten, damit sich die Lehrer, aber auch die Schüler ganz einfach im Klassenraum verbinden können. Also das ist ein ganz aktuelles Projekt. Die Ausschreibung für die Endgeräte läuft und wir sind gespannt, was sich da ergibt. Nach diesen ganzen Pilotprojekten und Pilotierungen mussten wir natürlich auch Erfahrungen austauschen. Es hat eine Evaluation stattgefunden. Dazu habe ich sämtliche Pilotschulen eingeladen und hier habe ich nicht nur die Lehrkräfte eingeladen, sondern je Schule und je Pilotklasse auch Schülerinnen und Schüler. Ich berichte hier wirklich nur über die Relution-Erfahrung und ich habe einfach mal einige Zitate herauskopiert aus unserer ersten Evaluation. Unserer Pilotschule mit iOS war sehr wichtig, dass sie sich in das Relution-System ganz einfach reinfinden. Ich habe der Schulleiterin die Zugangsdaten gebracht, wir haben gemeinsam die iPads eingebunden und seitdem betreut sie ihre Schule selbst und ist hochzufrieden. Unser Amtsleiter hat zur Evaluation gesagt, dass die Erprobung uns hilft, wegweisende Weichenstellungen vorzunehmen. Damit hat er natürlich auch recht. Wir haben so viel dazugelernt in den beiden Jahren und haben einfach unseren Weg gefunden. Das System ist sehr überzeugend. Wir haben einen kompetenten Hersteller und die Reaktionszeiten sind wirklich schnell. Das war eine Android-Pilotschule und auch hier kann ich nur zustimmen. An dieser Schule habe ich zu Beginn beispielsweise unsere
die Restriktionen für die Geräte viel zu scharf eingestellt und es gab im Unterricht Probleme und ich bin an die Schule gefahren, habe bei Relution angerufen, wir haben sofort Hilfe erhalten, wir haben den Fehler gefunden und die Schule konnte weiterarbeiten. Die nutzerbezogene Inbetriebnahme war sehr einfach, schülerorientierte pädagogische Arbeit ist so einfach umsetzbar. Auch dem kann ich einfach nur zustimmen. Also das Feedback zu Relution war bei uns durchweg positiv und auch unser Team Schul-IT ist überzeugt, wir werden definitiv nicht mehr wechseln. Damit sind wir schon durch. Im Hintergrund sehen wir den Prinzessinnenturm aus Blankenburg. Das ist ein ganz aktuelles Herbstbild. Und wir erhalten wirklich viele Anfragen inzwischen. Auch Sie können gern Fragen stellen. Ich antworte gern, selbst wenn es heute hier im Chat nicht mehr passt. Wir sind offen für den Austausch und wir sagen ganz gern, der Harz ist uns nicht genug. Wir wollen einfach mehr und wir haben gern Signalwirkung auf Sachsen-Anhalt.